diese Woche Fortuna Düsseldorf gegen den SV Sandhausen. Wir präsentieren euch das Interview der Woche mit dem Innenverteidiger Marco Pischorn. Guten Abend, Herr Pischorn. Stichwort Vorbereitung. Am Sonntag sind Sie in der Esprit Arena gegen Fortuna Düsseldorf. Wie war die Vorbereitung von Sandhausen? Ja, wir haben viel geredet jetzt in der Woche, haben auch einiges ausprobiert. Was denn für Dinge überhaupt habt ihr denn ausprobiert? Wir haben zufälligerweise gehört, dass Sie gestern mit ein paar Kumpels richtig ins Glas geschaut haben. Nein, ist alles wieder gut. Am Anfang hatte ich kurz wackelige Beine, aber jetzt ist wieder alles tipptopp. Alles tipptopp? Wie konnten Sie überhaupt trainieren heute? Ich glaube, Sie haben sich bestimmt 8 Schmerztabletten reingezogen. Ich denke, dafür bin ich bekannt, dass ich einen relativ harten Schädel habe. Ja, mit einem dicken Schädel kommt man weiter, aber ich hoffe, das machen Sie nicht oft, oder? Das ist schon fast Routine. Das war das Interview der Woche.